Moin und herzlich willkommen auf meinem Selbstversorgerkanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du in nur 5 Tagen deinen eigenen Sauerteigansatz herstellst und wenig Zeit investierst, damit auch du das beste Brot backen kannst, was du je gegessen hast. Es ist egal, welche Getreidesorte du für deinen Ansatz nimmst, also egal ob Weizen, Roggen oder Dinkel, natürlich, wenn eine Unverträglichkeit da ist, nimmst du das, was du verträgst oder deine Familie verträgt. Es sollte aber eine hohe Typezahl von Mehl sein, also 1050 oder so. Am besten ist immer Vollkorn, da die ganzen Nährstoffe noch enthalten sind, was ja auch für den menschlichen Körper gut ist. Aber die Nährstoffe sind halt für den Ansatz richtig, richtig gut, für die Milchsäurebakterien, die gewünschten Bakterien und die natürlichen Hefen, damit die sich weiter vermehren und ganz viele tolle Blasen hier, ne, die pupsen denn und dann machen sie Blasen da und das ist nachher dein Triebmittel. Dann brauchst du keine Hefen mehr oder sonst was für dein Brot, was schon ziemlich cool ist. Und wenn du deinen Sauerteigansatz pflegst, das heißt einmal die Woche oder so füttern, wenn du dann auch öfter backst oder so, dann brauchst du da gar nicht drauf achten. Auf jeden Fall ist es wichtig, einmal die Woche zu füttern mit Mehl, ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser, damit die Hefen und Bakterien halt wieder diese Nährstoffe haben, weil sonst gehen sie tot und dann schimmelt dir alles weg und war alles für die Tonne. Aber wenn du den pflegst, dann kann er dich jahrzehntelang begleiten. Der geht nicht tot, wenn man sich drum kümmert. Das ist ja auch wieder was. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Am ersten Tag benötigst du 2 Gefäße. Im ersten rührst du deinen Teig an und im zweiten lagerst du ihn später für 24 Stunden bei Zimmertemperatur. Je nachdem, welches Getreide du hast und welche Typezahl vom Mehl, kann es sein, dass du ein bisschen mehr Wasser benötigst, da das Mehl das Wasser mehr aufsaugt. Ein Tipp von mir, der Teig sollte immer wie dickflüssiger Waffelteig sein. Wenn du nicht weißt, wie dickflüssiger Waffelteig aussieht, dann ist jetzt die beste Gelegenheit zum Üben. Es ist auch wichtig, wenn du den Teig umfüllst in ein sauberes Glas, dass du den Rand nicht beschmutzt. Und wenn du ein bisschen daneben gekleckert hast, dann wisch ihn einfach mit einem feuchten Küchenpapier ab. Weil ansonsten kann da Schimmel entstehen und das wollen wir nicht im Teig haben. Genau. Einfach nochmal den Deckel dann drauflegen, nicht zumachen, der Teig muss atmen. Es geht nur darum, dass keine Verschmutzungen da reinkommen. Am zweiten Tag, ja genau, zeig mal, da ist der Fusel, das ist diese Flüssigkeit, nennt sich Fusel, ist ganz natürlich. Kannst du drin lassen oder wegschütten. Dann brauchst du wieder 50 Gramm lauwarmes Wasser und 50 Gramm Mehl von der Sorte, die du gestern auch genommen hattest. Und das solltest du auch bis zum Schluss einfach durchziehen. Genau, schütte mal rein da. Und dann einmal schön umrühren, so dass da wirklich keine trockenen Hefeklümpchen mehr drin sind, weil das könnten dann potenzielle Fehlerquellen sein, wo dann nachher die Schimmelsporen oder was weiß ich, die Bakterien sich ausbreiten und dann ist alles für die Katz. Auf jeden Fall habe ich meinen Teig in ein Liter Wegglas gefüllt und wieder darauf geachtet, dass der Rand sauber ist und wenn du mal gekleckert hast oder sowas, mit feuchtem Küchentuch abwischen. Die Sequenz fehlt, wo ich es umgefüllt habe, ich habe keine Ahnung. An Tag 3 sieht man schon, dass sich da ordentlich was getan hat. Die ganzen Luftbläschen, so soll es aussehen. Das weiß man dann, dass die Milchsäurebakterien und die natürlichen Hefen schön am Arbeiten sind. Ja, wackel dann nicht so rum. Ich habe mir ein größeres Gefäß genommen mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Einfach aus dem Grund, weil ich gleich aus dem Ansatz von gestern noch 2 Esslöffel in meine Müsli-Schüssel dazu rühren werde. Es geht darum, dass wenn man mal ein paar Temperaturschwankungen hat, wenn das ein bisschen zu kalt oder zu warm ist, kann man sich auch die falschen Bakterien züchten, zum Beispiel die Essigbakterien oder so, die will man nicht. Und deswegen minimiere ich so das Risiko, dass ich mir das Falsche da züchte. Wichtig ist, einmal schön umrühren und dann 2 dicke Esslöffel da rein. Genau. Und da dann nachher auch wieder drauf achten,
beim Umfüllen, dass der Rand nicht beschmutzt ist, auch immer wieder mit dem Küchentuch ein bisschen feucht machen, dann geht das. Genau, den letzten Rest auch noch mit dazu. Jetzt mache ich da ein Gummiband drum. Man kann auch ein Haargummi nehmen oder ein normales Gummi. Das ist ja jetzt ein Einweggummi. Es geht einfach darum, dass man das bis zur Oberkante von dem Teig macht, damit du morgen oder auch heute schon im Laufe des Tages, wenn du achtmal gucken gehst, ob dein Teig sich schon bewegt hat, dann siehst du, dass sich da was getan hat. Dann kann man das besser abschätzen. Weil manchmal ist es so, der macht dann auch keine Blasen oder so und dann kannst du es sehen. Da sieht man das. Viele Blasen hat er jetzt nicht. Manchmal liegt es auch daran, dass du zu viel Wasser hast oder so. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Am vierten Tag nimmst du wieder 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Und wie am dritten Tag 2 Esslöffel von deinem Ansatz. Einmal schön ruhig durchrühren. Genau. Einmal schön am Rühren. Und wieder darauf achten, dass da keine trockenen Mehlklümpchen mit drin sind. Da ist die Waffelteigkonsistenz. Und wieder in ein sauberes Glas füllen. Und darauf achten, dass der Rand nicht beschmutzt ist. Und wenn es passiert, da oben ist es mir passiert, wie ihr es seht, einfach abwischen. Natürlich nicht mit der nächsten Rotzfahne aus der Hosentasche, ne? So. Einmal Deckel drauf und wieder das Gummiband, damit man sieht, ja, ein bisschen schütteln noch, glatt machen. Und das Gummiband, damit man sieht, dass sich da was getan hat. Mein Sauerteigansatz sieht jetzt so aus, er ist schön gewachsen. Man sieht es anhand des Gummibandes. Du kannst jetzt damit schon backen. Dennoch benötigst du noch etwa 2 bis 3 Gramm Hefe pro Brot. Der Teig, der Sauerteigansatz, der wird immer besser im Aroma und auch in der Triebkraft, je älter er wird. Bei mir war das damals so, ich denke, so in der 6. Woche habe ich gar keine Hefe mehr für meine Brote gebraucht. Das ist total cool. Du merkst es irgendwann, du hast es im Gefühl und du kannst es immer weniger Hefe dazugeben, wenn dein Brot dann einmal nicht aufgeht oder so. Es schmeckt ja trotzdem. So. Jetzt habt ihr es gesehen, das ist total easy. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Na, mein Mann war auch so skeptisch und hat gesagt, was machst du da schon wieder? Warum steht hier überall irgendwas rum? Und du mit deinen Experimenten immer. Und dann habe ich gesagt, nein, ich backe dir das weltbeste Brot, mein Lieber, was du je gegessen hast. Und tatsächlich, es wurde von Mal zu Mal besser. Und er sagt so, ich möchte gar kein Brot mehr beim Bäcker kaufen. Habe ich mal wieder recht gehabt, ne? Also probiert es aus und vergesst das Abo nicht. Schönen Tag!